erzählt, dass das Laufen an sich eine Hürde ist. Weißt du, dass du Das hat Stephen Hawking auch immer so ein gesagt, ja. Witzig. In 2 Wochen, Alter, weißt du, als du das letzte Mal hier gesessen hast, da war mein Schlafrhythmus noch fast normal. Siehst du? Und jetzt sitze ich hier und klapp auseinander. Ich bin dein mein Felsen der Brandung. Taktangeber für deinen Schlafrhythmus. Du bist mein Fels in der Brandung Fraser. Das ist nämlich so ein toller Schauspieler, der jetzt von allen gewürdigt wird wegen The Whale. Ja, stimmt. Ja. Also ich weiß nicht warum jetzt, aber ich kenne ihn prinzipiell. Na, der hat The Whale gemacht und ist jetzt endlich wieder auf dem Schauspielerradar. Weißt wie? Der war ja so ein bisschen weg. Leute, sorry. Ach, die sind schon da. Die hören jetzt gerade, wenn ich am Mikrofon nochmal so schon zu. Rumjustiere. Wie, so. Also die Wahl machen heißt wohl, man macht Pause. Nee, das ist ein Film. Ach so. Ich dachte, das wäre so ein Hollywood-Sprech oder so. Nee. Ich mache jetzt The Whale für ein paar Jahre, bin das mal so weg hier vom Fenster. Ja, Tino hat letzte Woche den Wahl gemacht. Ich habe den Wahl gemacht, ich war krank. Und er ist letzte Woche nicht in den Genuss gekommen, dieses Chaos zu erleben, was ich ja mit Herodes angerichtet habe. Ich wollte es noch nachholen, aber hab's nicht geschafft, ey. Das ist okay. Wir haben in den ersten 20 Minuten so sehr viel Privates besprochen, weißt du. Jetzt erst recht, ich höre rein. Naja, also schön, dass ihr da seid, Leute, na? Wir sind, seht euch doch da hinten. Wir sind beide ausgeschlafen und topfit. Olaf, nimm die Hand aus der Hose jetzt wieder. Ach Mensch, Olaf. Steffi, sag mal, hörst du mal zu? Nicht hier immer woanders hingucken. Hier spielt die Musik. Und Handy weg mal jetzt hier. Auf jeden Fall. Jetzt wird also, Brennpunkt so ein gelauscht. Podcast ist keine Second Screen Experience. Wir sitzen nicht nur zum Spaß hier, wir wollen euch bespaßen. Ja. So. Und ich habe Tee mitgebracht, die sind auch sehr spaßig. Tee hast du mitgebracht, Tee. Geil. Ja, die Themen kannst du ganz frisch aufgießen jetzt mal hier. Ich hatte schon 3 Themen heute auf Arbeit. Okay. Heißt das etwa, warte, nee, noch nicht. Saftiges Aloha von der Danautobahn, wir sind Tino und Robin, hallo, schön, dass ihr da seid. Jetzt können wir also zu den News kommen. Die News der Woche. Oh, geiler Jingle wieder. Krass, Alter. Oh. Habe ich sie vermisst, die Jingles. Ja, aber da haben wir jetzt gar nicht so viel Einsteiger-Dings gehabt. Sind wir jetzt direkt in der Cold Opener, ne? Ist ja quasi Temperatur hier im Raum oder überhaupt gerade überall. Ist ja überall gerade Cold Opener oder auch ein Cold Closer, weil alles gerade friert und gefriert. Und ich habe jetzt, wir hatten jetzt auch im Schlafzimmer immer irgendwie eine relativ hohe Luftfeuchtigkeit. Mhm. Da wurde mir empfohlen, dass man dann die Heizung aufdrehen soll, dass wohl Wärme die Feuchtigkeit wegmacht, weitgehend. Warte mal kurz, ich muss diesen News-Dings muss ich nochmal zurücknehmen. Ach so. Also wir sind ja doch noch hier im privaten Bereich. Ich wollte nur kurz sagen, dass der Cold Opener quasi ist, dass es gerade kalt draußen ist. Und wenn ihr Schimmelangst habt, dann müsst ihr heizen, da kommt dann echt nicht drum rum. Also es bringt nichts, irgendwie die Wohnung auf unter 12 Grad nicht zu heizen, denn sonst schimmelt es überall und dann ist es blöd. Ach, Schimmel, sage ich immer. Schimmel, ja. Ja, meins war witzig jetzt, weil normalerweise sagt man ja Brotschmot oder so. Ach so. Und ich habe ja Schimmel gesagt. Schimmel, Mimmel, Pimmel. Hm. Witzig, das ist dieser Humor, für den hier immer einschaltet. Das reimt sich auf Pimmel. Ja, Tito, schön, dass es dir besser geht. Ja, es ist okay. Okay, schön, dass du nicht komplett auseinanderklappst, sagen wir es so. Wie es halt so ist beim Älterwerden. Ich bin jetzt 29 und man merkt es auch. Ja, 29 oder 92 an schlechten Tagen. Das ist das Gleiche eigentlich. Ja, aber wir hatten trotzdem letzte Woche einen großen Spaß, ne? Und jetzt kommt ein bisschen wieder Struktur hier rein. Aber vielleicht beglückt uns ja Herodes über die Weihnachtszeit irgendwie. Ich weiß gar nicht, wie sind denn da die Samstage gelegen? Aber der wird ja auf jeden Fall in Weimar sein. Wenn ihr auch mal Gast im Podcast sein wollt, könnt ihr einfach einen Kommentar schreiben. Und da wählen wir euch auf jeden Fall nicht aus. Ja. Oh, der nächste Samstag ist der 17. Da werde ich nicht da sein. Also da würde ich gerne am 18. aufnehmen. Aha. Kommt dann der Podcast halt erst Montag. Ja. Wenn das irgendwie passt. Und der Samstag drauf ist halt genau Heiligabend. Und der Tag davor ist Kalles Geburtstag. Also müssen wir mal gucken. Kriegen wir alles auf jeden Fall. Und der Samstag danach ist genau der 31. Alter, was geht? Ja, ist alles kacke dieses Jahr mit den Feiertagen auch. Ist egal, wir haben auch noch Hörerwünsche zu erfüllen und so. Das kriegen wir alles hinter Weihnachtszeit. Ich verspreche es wirklich. Ja. Wir schaffen es dieses Jahr noch. Mindestens einen Hörerwunsch schaffen wir noch. Okay. Nicht, dass Sulfeng ja die Pulsader platzt
verhasst. Na, eigentlich ist er ja Nummer 2. Nummer 1 ist ja immer noch Dudelsack, der ja sich kulturelle Aneignung gewünscht hat. Ja. Aber der fragt gar nicht nach, deswegen würde ich mal die Füße stillhalten. Aber es kommt noch, keine Sorge. Ja, Sylfeng, weißt du, Tino ist halt krank und ich habe keine Lust und das sind halt so Sachen. Nein. Wir hatten ja wirklich das schon ausgemacht, dass wir das letzten Samstag aufnehmen. Da bin ich halt krank geworden. Ja. Scheiß Asthma, wie es halt so ist. Gut, da müssen wir echt mal gucken, wie wir das machen. Aber ich meine, am 31., also von mir aus können wir da morgens noch machen. Du willst ja da abends schickimicki im Theater. Ich bin im Theater am Silvesterabend. Ja, abends. Aber mittags. Ja, aber man will ja ausschlafen. Man will ja wahrscheinlich pennen bis um 1 oder so, dass man dann irgendwie fit ist. Ich krieg dann auch ihr Besuch, also... Das schaffen wir. Wir können ganz Silvester aufnehmen, auch in einer großen Runde. Ich bringe noch Mio mit und dann kommen hier noch Gäste Die und große so. Silvesterrunde, das wäre eigentlich ganz geil. Ja, cool. Ja. Dann würden wir so irgendwie... Mit Klatschvieh, die dann so klatschen zwischendurch und lachen. Ja, irgendwie. Also Rosi und Marlene werden auf jeden Fall hier sein. Und, nice. Machen wir irgendwie einen späteren Nachmittag vielleicht. Also müssen wir gucken. Und hoffentlich seid ihr auch dabei bei der nächsten Ausgabe. Schön zu Neujahr Podcast reinpflegen, ne? Wie geil ist das denn? Aber heute pflegen wir euch wichtige Themen ein. Denn wir haben News oder was? Tolle News mitgebracht. Geil. Die News der Woche. Der Sound einfach. Krass, Alter. Danke. Oh Gott, an dieser Stelle krieg ich direkt Schluck auf, so geil war das. Ein Ohrwurm. So, also Tino, die Nachricht der Woche ist natürlich klar. So. Ja, Scooter ist nur noch alleine, meinst du? Nee, das ist egal, auch dass irgendwelche Reichsbürger wieder irgendwas hier gestürzen wollen. Das habe ich ja gar nicht mitbekommen, das Thema. Das ist null interessiert. Das ist alles scheißegal. Findest du es nicht auch so skandalös, dass Nigel Houston nicht der Soti geworden ist? Nein! Doch. Och Mann! Es ist ja Tyjon Jones geworden. Ich bin zerbrochen innerlich gerade. Ich will erst Johnson sein, ich kenne den nicht so gut. Ich muss mich an meinem Schmuck festhalten, ich falle gleich um hier. Es ist ja unfassbar, dass die Dings nicht Dings geworden ist. Hast du dich auch so aufgeregt drüber? Ich habe nicht schlafen können die ganze Nacht. Ey, das ging ja durch die sozialen Medien, ne? Ja. Da gibt's einen Post, Alter. Der hat irgendwie auf der einen Seite 1 Million hier Daumen hoch und so. Aber wenn du in die Kommentare kommst... Ja. Ich habe auch auf Facebook direkt diesen wütenden Smiley gegeben als Bewertung. Die Leute rasten aus, dass der wurde betrogen, der arme Mann. Oh Mann, ey. Ja. Und alles so wegen dieser Analkugeln, das ist unfassbar. Nein, Skater of the Year hätte Nigel Houston werden sollen, alle sagen das. Für mich Tony Hawk. Ja, der ist leider gerade noch verletzt. Ach so. Nigel Houston hat halt 2 Parts innerhalb von 2 Wochen rausgehauen, ne? Hat neue Maßstäbe gesetzt, sagen die Leute. Also für mich war es halt auch ein bisschen langweilig. Ist natürlich super krass, habe ich letzte Woche auch schon zu Herodes gesagt. Aber es ist halt nichts, was man vielleicht nicht so schon gesehen hat. Nur halt, also stell dir vor, einer grindet ein Geländer runter von 10 Stufen und er macht das dann halt mit 15 Stufen. So, das ist natürlich beachtlich, aber es ist halt trotzdem das Gleiche. Und was ist, wenn du einfach Chris Angel hier engagierst und einfach irgendwelche Tricks machst und du bist dann an so Seilen festgehalten und machst dann so die dummen Stufen runter in Erfurt oder so? Ja, doch, wäre möglich. Naja, auf jeden Fall ist der es halt nicht geworden und stattdessen ist es Tyjon Johnson. Jones. Tyjon Jones. Klingt asiatisch? Nee. Schade. Tyjon sind, ist ein Schwarzer. Ach so, ja. Auch gut. Ich wollte gerade fragen, als Diversitätsbeauftragte, ob es denn manchmal auch Gewinner gibt oder GewinnerInnen gibt, weißt du, die auch weiblich sind, das sind immer nur weiße Männer, die gewinnen. Nee, Frauen können nichts. Ja, das ist ja klar, aber dürfen sie gewinnen? Es gibt vielleicht ein separates Skater-Female of the Year, wüsste ich gar nicht. Aber der Tyjon, der war es halt schon mal. Und der Niger nicht. Und der Niger hat sich so Mühe gegeben und hat so einen tollen Kameramann engagiert und alles. Und da sind die Leute ausgerastet. Und das, obwohl die alle Niger Houston hassen. Ja, weil der so ein Sellout ist und so. Weil er so erfolgreich ist wie FC Bayern quasi. Ja, so ungefähr. Und haben aber gesagt, trotzdem müsste der es eigentlich sein. Aber Thrasher, ja, dieses Magazin, kennst bestimmt die ganzen kleinen Kinder, auf jeden die so Fall. Rumlaufen. Kenn ich. Die haben scheinbar einen Groll gegen den Niger und deswegen ist der es nicht geworden. Wer bestimmt, wer da gewinnt? Der Thrasher. Aber die haben auch irgendwie so eine Umfrage gemacht unter dem Publikum und das ist unwahrscheinlich, dass wirklich der da am meisten gewotet wurde. Der hat nämlich einen Trick of the Year gemacht quasi. Der ist gesprungen und ist auf dem Brett wieder gelandet. Genau, das, was ich gestern über Alisa gemacht habe, so ein Kickflip, hat der quasi, muss ich in Berlin vorstellen, U-Bahn von einer Seite über die U-Bahn drüber, über die Gleise auf die andere Seite. Das ist gefährlich. Das ist gefährlich, richtig. Aber das Problem ist, dass der Typ,
der das gefilmt hat, der ist so einer, der sich so, oh, ich filme so geil, ich filme so geil. Und der hat das so scheiße gefilmt, Berner dass das Herzog, super klein aussieht. Weißt du, es gibt da ein so ein episches Bild, ich kann es dir auch raussuchen. Ich weiß, das interessiert dich brennend. Absolut. Wenn jetzt alle mal selber mir das nachmachen, Thrasher, Tyshawn Johnson, Jones, Alter, warum komme ich immer mit Johnson an? Und da siehst du nämlich dieses Bild, das ist wirklich sehr episch, ja? So, wie er da so drüber springt. Ja, er fliegt über U-Bahn-Gleise. Das ist ein cooles Bild. Ja, so, aber das Video dazu ist halt super scheiße gefilmt. Hm. Und da haben sich die Leute schon aufgeregt. Und der kriegt dann Skater of the Year mit der scheiß Footage, weißt aber du? Aber filmen das denn nicht dann Menschen, die das auch irgendwie können, die Ahnung haben? Ja, aber der ist halt so einer, der Filmer ist so einer, oh, ich mach das alles besonders speziell, weißt du? Ich gehe dann immer so ganz nah ran an die Leute. Ich hasse das, Alter. Das ist so ekelhaft. Ey, wirklich, jeder Clip ist, du filmst den Skater ganz nah an die Schnauze, dann ganz schnell, ganz nah unten auf die Bretter und dann macht er den Trick und dann filmst du wieder ran an die Schnauze. Mm. Das ist totaler Scheiß. Ein No-Go. Ja, gut. Ich weiß, es hat euch alle brennend interessiert, aber das Internet ist wirklich ausgerastet. Aber scheint es auch, als dürfen auch verschiedene Ethnien gewinnen, ja? Ja, natürlich. Weil ich war gestern zu einem Workshop über die Geschichte der Track-Shows und da gab es lange Zeit auch unter den Track-Leuten und der queeren Szene viel Rassismus, dass bei Track-Shows nie Schwarze gewinnen durften und Latinos und Latinas. Schweine. Gibt's überall, aber beim Skaten offenbar nicht mehr heutzutage. Das ist schön. Ja. Ja, komm, reden wir über deinen Reichsbürger-Scheiß. Komm, ist okay. Ehrlich? Oh, geil. Ich hab's mir aufgeschrieben, oder? Es ist ja alles schon berichtet worden in großen Teilen. Es hat mich jetzt nicht arg überrascht. Ja, aber, was ist denn passiert? Vielleicht hat der geneigte Zuschauer. Ich will gerade einsteigen. Also man weiß ja, es gibt ja diese Reichsbürger-Menschen, ne, die irgendwie denken, dass... Die wollen das Kaiserreich zurück. Genau. Und oh siehe, oh staune... Die machen vielleicht auch was dafür, um das zurückzubekommen. Es war halt die, Frage, ob es halt alles nur so alte Spinner sind, so wie Rettler über 80, die da irgendwie keine Frau mehr haben oder keinen Sex mehr haben und irgendwie ja, sich kompensieren müssen über welche Verschwörungstheorien. Das sagen böse Zungen, ich natürlich nicht. Und offenbar gab es jetzt irgendwie schon lange Zeit eine Beobachtung von diesen Menschen und da kam heraus, dass sie tatsächlich geplant haben, einen Putschversuch zu unternehmen. Das heißt, sie wollten sich bewaffnen, hatten auch Soldaten und wichtige Menschen, die da auch Ahnung hatten von Strategien, also militärischen Strategien. Und wollten den Bundestag halt stürmen und einen Putschversuch machen. Und dabei wurden, ich habe es mir aufgeschrieben, 25 Menschen festgenommen. Also sie haben natürlich mehr kontrolliert, aber 25 davon haben sie festgenommen, weil die unter dringendem Terrorverdacht stehen. Darunter, also möchte ich gerne Monarchen-Opa, der auch ein Adliger ist. Ich habe mir seinen Namen nicht aufgeschrieben, weil das... Ja, von und zu Arsch und Zwirn. Kommt hin. Und da ist eine Familie sogar sich von distanziert und sagt, der ist nur ein verwirrter alter Mann. Also nicht ernst zu nehmen. Er wollte halt der neue König, Kaiser, Königin werden von Deutschland oder vom Deutschen Reich. Ein verwirrter alter Mann an der Kalaschnikow macht mir trotzdem Sorgen. Wollte ich gerade sagen. Also viele machen sich lustig über diese vergleichsweise kleine Gruppe von irgendwelchen Verschwörungsideologen, aber es sind halt Idioten mit Waffen. Und wenn die Waffen in die Hand kriegen und die richtigen Leute da irgendwie bedrohen oder schießen, keine Ahnung, kann durchaus auch so ein Putsch erfolgreich werden. Ne? Und einer der größten Skandale war ja, dass eine ehemalige AfD-Bundestagsabgeordnete, Überraschung, keine von den Grünen oder von den Linken, sondern eine von der AfD, hat da richtig drin mitgewirkt. Mhm. Die saß in der letzten Wahlperiode jetzt 4 Jahre im Bundestag. Wurde nicht wieder reingewählt. 4 Jahre hat ihre Periode, das ist sehr unangenehm. Sehr lang, ja. Das kann auch ein Grund für ihre Radikalisierung sein. Ja. Und sie ist aber immer noch tatsächlich, also gab es viele Berichte oder Kommentare von Leuten, ja, sie ist doch ehemalige AfD-Abgeordnete und so, und ist da nicht mehr drin. Doch, sie ist noch Mitglied. Und sie ist bis aktuell eigentlich noch Beisitzerin im Schiedsgericht der AfD. Das heißt, sie darf mitentscheiden darüber, wer aus der Partei rausfliegt und wer nicht. Könnte man sagen, ist ein Cheatsgericht dann. Ein Cheatsgericht, genau. Und die da drin herumfuhrwerkt. Was übrigens für mich das Wort der Woche ist. Vergessene Worte. Herumfuhrwerken. Mhm. Ist gar nicht so ausgestorben, glaube ich, und so vergessen, aber es ist einfach ein sehr geiles Wort. Ich sag Putsch ist das Wort der Woche. Ja, weil aber ich finde, Putsch klingt so süß irgendwie. Diese ganzen komischen, radikalen Leute, lasst euch doch mal was einfallen. Es ist Weihnachtszeit, warum könnt ihr nicht mal einen Punsch planen zusammen? Eben, was war denn ein Tipp? Welche App möchtest du verwenden? Deine Schnauze hältst du. Alle hören sie mit. Alter, welche App willst du verwenden? Gott. Und ich habe ohne Spaß in der Nacht danach geträumt,
dass ich auch hochgenommen werde als Linksterrorist. Weiß auch gar nicht, warum. Ich mach die geheime Terrorzelle Brennpunkt Internet wurde endlich entdeckt. Nee, ich mache ja nichts, aber irgendwie hatte ich irgendwie in dem Traum Angst, dass ich jetzt gerade hochgenommen werde. Und ich hatte dann im Traum so einen SEK-Einsatz in meinem Bett und wurde festgenommen und wusste nicht, warum. Wenn ihr wüsstet, Leute, wir kochen hier im Hintergrund eigentlich immer Nitroglycerin und der Podcast ist nur damit, dass keiner hört. So als Ablenkung, damit die mal Nachbarn denken, ah, warum treffen die sich jeden Samstag hier? Ja, also der Podcast ist leider nur Deckmantel. Tut mir leid, dass ihr es so erfahren musstet. Ich habe nur einen Punschversuch gestartet und es ging halt völlig in die Hose. Es ist völlig überkocht und hat nicht mehr geschmeckt. Ja, also jedenfalls die Story der Woche kann man eigentlich sagen, weil es war auch eine der größten Terrorrazzien der Bundesgeschichte ist. Ja, aber interessiert mich nicht. Die haben es ja nirgends festgeklebt. Ja, es war auch so ein Ding, dass halt alle so Friedrich Merz und auch die AfD selbst irgendwie lange die Klappe gehalten hat und jetzt dazu nichts sagen. Wenn Jugendliche sich festkleben an Gemälde, Klimaterroristen, Klima-RAF und so, aber dann nehmen die halt eine echte Nazi-Zelle hoch, die halt Waffen bunkern und einen Putsch geplant haben, also noch vermeintlich, aber das ist wohl schon weitgehend bestätigt, dann halten die halt ihre Klappe. Und die ersten Kommentare waren auch, aber die Linken, aber die Islamisten, aber die Klimaaktivisten. Ja, die gibt's auch, aber die wurden gerade nicht hochgenommen, weil sie sich bewaffnen und einen Putsch planen wollen. Man muss immer so ein bisschen auch nach der Verhältnismäßigkeit gucken. Leute, könnt ihr mal bitte eine Terrorzelle gründen und die Merkel endlich wegholen aus dem Amt, ja? Wird Zeit, ist ja, Merkel wird echt muss Zeit. Weg. Wirklich. Das nervt mich schon länger jetzt. Aber hast du auch mal, also, hast du auch manchmal die Angst? Ja. Dass, wenn einfach ja. Sollte es mal Untersuchungen deiner Wohnung geben, dass man irgendwas findet, was nicht gefunden werden sollte? Oder, oder wenn du, nee, anders, wenn du stirbst, so jetzt morgen beim Skaten von Herrn Kleiner erschossen oder so. Ja, so wird es sein, ja. Dass du Angst hast, dass man irgendwas finden könnte, was keiner wissen soll. Ja, ich habe halt so einen riesen Dildo im Schrank liegen, aber den kennt ja auch jeder. Keine Frage. Kann sein, weiß ich nicht. Also mir fällt bei mir jetzt auch nichts ein. Ich denke mir manchmal so, fuck, geht sich irgendwas, was ich... Dass dann hinterher mein ganzes Vermächtnis davon geschwärzt wird, getrübt. Ja. Das war jedenfalls meine Sorge in meinem Traum, warum auch immer. Okay. Ich habe, als ich festgenommen wurde im Traum, habe ich zuerst gedacht, fuck, ich muss mein alles vernichten, was ich habe, obwohl ich gar nichts habe eigentlich. Also ich weiß zumindest von nichts. Ich muss mein Haus anzünden. Tino wacht morgens auf, okay, ich muss mein Haus anzünden. Es gibt keine andere Möglichkeit. Also das ist so eine Paranoia auslösen kann. Das ist so eine wache Geschichte und dann bist du im Traum echt ängstlich und wirst morgens wach und denkst, fuck, ich muss irgendwas unternehmen, aber ich weiß gar nicht was. Ja. Ich habe ja keine Pistole unter meinem Kopfkissen oder so. Noch nicht. Mach ich vielleicht noch. Gut. Wenn es so weitergeht. Also, wollen wir nicht die Gegenbewegung gründen und uns die Armbürger nennen? Also ich wäre auf jeden Fall gerne Vorsitzender solches Vereins. Dann machen wir Antiterroranschläge. Weil, wir stellen uns dann immer vor den Reichstag und sagen, wir machen jetzt nichts, denn wir können uns das gerade nicht leisten. Es wird keine Zeit, endlich sagt's mal keiner. Ja. Das wäre super, bin ich dabei. Gut. Kann ich auch den Song empfehlen von Alligator, der heißt Meinungsfrei. Tue ich nicht in die Playlist heute, aber könnt ihr euch gerne mal anhören. Meinungsfrei von Alligator geht so ein bisschen in die Richtung. Ich weiß, was ich heute in die Playlist tue und ich wäre heute eventuell auf einem Konzert von eben jener Band gewesen, die gleichzeitig auch Skater sind, wo wir es gerade haben von. Die haben nämlich heute in Berlin Videopremiere von dem neuen krassen Part. Weißt du, der kommt dann erst in einem Monat online. Und die ganzen Skater spielen aber auch in einer Band und die machen ihre Videos immer so, dass quasi das Album als Soundtrack für das ganze Video läuft. Das ist so eine geile Idee, weil das ist dadurch halt so eine Einheit, weißt du? Und die sind jetzt in Berlin, Alisa ist da, ja, Freizeitguru ist auch da. Und du? Ich nicht. Warum? Weil ich erstens, also es gibt zwei Gründe, erstens sollte Sarah kommen, die kommt jetzt doch nicht, das heißt der Grund ist schon mal weg. Also wollte ich hier genau, okay. Und ich hatte schon ein schlechtes Gewissen, weil ich nicht zu ihrem Geburtstag kommen konnte. Und dann dachte ich, okay, komm, fuck off, dann, ne, ist das wichtiger, jetzt hat sie halt abgesagt. Das zweite ist, dass ich halt eh dann nochmal wegfahre und dann ist das halt so ein bisschen, ich fahre dahin und gleich wieder, also gleich so ein Jet-Set wieder leben. Zurück, um wieder wegzufahren, ist dann halt scheiße, aber also ich wäre schon auch gerne da heute und deswegen kommt diese Band zumindest in die Playlist rein. Ist es ist es schon zu spät, hinzufahren nach Berlin noch? Ich habe kein Ticket. Die Tickets, so. Also als ich das erfahren habe, gab es schon mal 50 Tickets und das war dann alles so, jetzt muss eine Entscheidung getroffen werden, mäßig. Ja. Shit happens. Yes. Es passierte noch mehr so Shit, aber der größte Shit
passierte natürlich auf dem größten Event diese Woche, die Game Awards. Du siehst schon wieder so wissend aus. Ja, ich weiß alles. Ich weiß alles. Bei den Game Awards, ja, da passiert ja immer ganz toller Scheiß. Ja, ja. Was zum Beispiel? Welche Rockstar kamen auf den roten Teppich hier, die Entwickler von GTA, und haben hier irgendwie in die Kamera gewunken und gesagt, danke, dass wir jetzt GTA 6 ankündigen können, offiziell so. Ja. Die haben schon Preis bekommen für die Leaks quasi, die Leaks waren schon so hochwertig. Haben sie schon Spiel des Jahres bekommen. Ist Spiel des Jahres geworden, ja. Schon für die nächsten 10 Jahre quasi. Mhm. Das war ein schöner Moment. Ja. Wie hat dir der Trailer zu Death Stranding 2 gefallen? Ein bisschen enttäuschend, ich habe ein bisschen mehr erwartet. Ja. Ich hätte gedacht, dass sie an der Grafik ein bisschen mehr feilen. Es war jetzt nicht so ein Grafikschmaus, muss ich sagen. Ja. Und ich bin auch mit der Hauptfigur nicht so zufrieden. Ich habe sie mir anders vorgestellt. Ich dachte halt, dass sie größer ist, aber so. Ja, aber Hauptfigur kennst du ja, ist ja Norman Reedus, ne? Genau, genau. Ja. Norman Reedus hat auch mal einen Schwulen gespielt. Eben, ich dachte, er ist auch schwul jetzt in den Teil, aber ist er halt nicht. Ja. Fand ich halt enttäuschend. Und er war zu klein. Ja. Und Norman Reedus spielt ja natürlich auch Daryl bei The Walking Dead, das weißt du ja. Ja, selbstverständlich. Und da spielt er einen Asexuellen. Also ist eigentlich, der represented sowas von der die Regenbogenfahne. So ein Hopping hier, das geht eigentlich gar nicht mehr. Hm. Das ist zu viel, muss sich festlegen auf eine Rolle. Hm. Ja, war gut. Hideo Kojimas Nachfolgeprojekt nach Metal Gear Solid ist ja Death Stranding gewesen. Genau. Und das ist ja, wie wir alle wissen, ist das ja das Spiel, was ich exzessiv gezockt habe und währenddessen das Impeachment von Trump gehört habe. Du spielst auch gerade parallel das Spiel hier. Jetzt spielst du auch gerade. Aufnehmen. Ich fand es tatsächlich gar nicht so geil, aber es war halt meditativ. Als Second Screen Experience quasi war es richtig geil. Aber so Full Game, ich weiß, was es sein will und so und kann das übelst hart appreciaten, aber es kickt leider nicht meins so sehr. Wenn die das jetzt noch, also es ist ja wirklich dieses Ding, dass du, ich hatte es glaube ich irgendwo schon mal so erzählt, dass das Laufen an sich eine Hürde ist. Weißt du, dass du so ein... Das heißt so ein, Stephen Hawking auch immer so ein gesagt, ja. Witzig. Du bist so ein Postbote. Ich habe da auch dieses Video gemacht mit diesem übelst großen Turm von Paketen. Ja, wo ich dann weggerannt bin, ne? Genau. Ja. So, das ist dieses Spiel. So, und... Ah, jetzt erinnere ich mich. Okay, ja, ja. Genau, klar, und ja. Da wird das Laufen an sich halt wirklich zur Challenge. Mhm. Oh, okay, da ist es ein bisschen steiniger, da gehe ich jetzt lieber nicht lang. Mhm. Aber im Endeffekt konntest du halt in dem Spiel immer 2 Knöpfe drücken und dann... konntest du nicht umfallen, so. Hm. Und wenn das irgendwie nochmal, oder ein Hard-Mode kommt oder so, dann fände ich das halt echt geiler, dass du wirklich bei jedem einzelnen Schritt aufpassen musst, aber so war es halt noch so ein bisschen, es war mir einfach zu leicht, Tino. Tut mir sehr leid. Ja, aber es war trotzdem ein schönes Gefühl, du baust ja quasi da ganz Amerika wieder auf und connectest die Leute und baust so Struktur auf. Auf jeden Fall krasser Hype, neuer Trailer zu Teil 2. Hätte keiner gedacht, weil Teil 1 fühlt sich an sich schon abgeschlossen an. Mhm. Und jetzt kommt ein Teil 2. Ist auch nicht so lange her, oder? Das war ja erst vor 2-3 Jahren. Ich glaube Ende 2019. Mhm. Ja, ist dann halt schon auch 2023 sind auch schon 4 Jahre. Stimmt, dann geht's. Aber es kommt ja wahrscheinlich frühestens in einem Jahr raus. So. Es gibt ja auch alles. Also es gibt ja diese Fußball- und Wrestling-Spiele, die kommen jedes Jahr raus, aber auch so GTA, die nur alle 20 Jahre erscheinen, gefühlt. Da gibt's eine Bandbreite. Hades 2 kommt, ist auch richtig geil. Ne? Ja, habe ich auch gespielt, meine Jugend ist quasi. Das ist einfach so ein Spiel, wo man immer wieder von vorne anfängt, das ist eine richtige Suchtspirale. Voll spannend. Geil. Und dann Armored Core 6 von From Software, die immer hier Dark Souls und so machen. Und die machen jetzt ihre alte Spielereihe weiter, so eine alte, also geil. Dark Souls kenne ich. Ja, siehst du. So, und was ist Spiel des Jahres geworden, Tino? Das weißt du natürlich. Tetris. Nein. Obwohl, es geht natürlich immer. Hier Ponyland, oder wie das hieß. Pferdereiten. Also, wenn du Schach, gar nicht... Schach ist es, komm. Schach ist scheiße. Das hat schlechte Engine. Nein, aber wenn du gar nicht drauf kommst, gebe ich dir einen Tipp. Es gab natürlich das große Clash der Giganten. Elden Ring versus God of War Ragnarök. Ja? Wäre ich nie drauf gekommen, ehrlich gesagt. Die Fans haben gesagt, okay, diese beiden Spiele, die sind die heißen Anwerber. Welches ist es geworden? Was findest du eigentlich besser? Was ist denn so für und wider Elden Ring, God of War? Was heißt ich weiß nicht, was der Unterschied ist. Keine Ahnung. Also Elden Ring klingt aber erstmal spannender. Okay, hat es auch gewonnen. Siehst du? Ja, Elden Ring ist quasi das, ich glaube, das erste richtige Next-Gen Dark Souls gewesen. Das ist ja mittlerweile so ein Genre geworden. Mhm. Und Elden Ring hat halt da neue Maßstäbe gesetzt und war so ein richtig kulturelles Hype-Ding. So ist es eigentlich bis jetzt monatelang gewesen. Und God of War ist halt auch ein sehr geiles Spiel, so, was ich noch nicht gespielt habe, aber
was sehr große Wellen geschlagen hat. Aber es hat halt nicht so diesen Kultstatus direkt von Elden Ring. Und deswegen ist das schon okay, dass Elden Ring den Game of the Year Award. Das heißt, die müssen auch in dem Jahr erschienen sein. Natürlich, ja. Okay. Ja. Kann sein, dass es irgendwie so ist, dass wenn sie immer noch verkaufen irgendwie, dass sie ja auch noch mal gewinnen dürfen im kommenden Jahr. Ach so, ja. Das wäre witzig, wenn dann wirklich irgendwie durch irgendeinen künstlichen Hype aus Meme-Gründen dann irgendwie doch My Little Pony übelst hart gehypt wird. Kann das sein, dass dann irgendwie, weiß nicht, Spiel des Lebens oder so nochmal richtig gekauft wird im Lockdown oder so? Ja. Oder ich habe jetzt Monopoly Weimar, habe ich jetzt gekauft letztens. Gibt's das, ja? Das gibt's auch für Jena und Gera, also für alle Thüringer Städte hier in der Umgebung. Hammer. Witzig. Ja. Gut, das war auf jeden Fall das. Parallel dazu gab es noch einen großen Shitstorm wegen Diablo 4. Ich bin gleich fertig mit meinen Gaming-News. Ja, Diablo 4 ist der Nachfolger von, du ahnst es. Diablo 3. Ja. Na, ich hab in der Jugend im Zirkus immer hier Diablo gespielt. Hier so mit dem also Diabolo? Genau. Ja. Ja, also die Standard-Edition von Diablo kostet 70 Euro. Die Digital Deluxe Edition 90 und dann die Ultimate Edition für 100 Euro. Überhaupt, was ist denn das, dieses Vorbestellen? Das ergibt im digitalen Zeitalter überhaupt keinen Sinn mehr. Vorbestellen hast du ja früher gemacht, um dir eine physische Kopie zu safen, damit du nicht am Tag des Releases in den Laden gehst und dann gibt's das Spiel nicht mehr, weil alle schneller waren. Und jetzt gibt's aber das nur noch digital. Ja, um Anreize zu schaffen, ne? Also es ist ja auch bei Wrestling immer so, dass du halt, wenn du vorbestellst, bekommst du noch 5 Wrestler obendrauf zum Beispiel. Also ich kenne das System schon länger. Ja, aber es ist so dumm. Also und da gibt es halt so Sachen, hier wird es halt aufgelistet, was in den einzelnen Varianten drin ist. Ein Light Bearer Mount, bla bla bla, also Pad, irgendwas, bla, up to 4 Days Early Access, Temptation Mount, also Mounts sind halt immer Viecher, auf denen du reiten kannst. Ach so. Armor Premium Seasonal Battle Pass Unlock. Und da fragt man sich halt, okay, was sollen diese ganzen Battle Pass? Was ist das alles für eine Scheiße? Das ist ja einfach nur ein Singleplayer-Spiel. Was kommen die jetzt mit so komischen Online-Dingern vorbei? Und das letzte, da Diablo hatte, wie gesagt, schon einen schweren Start, weil da irgendwie so ein, ich glaube, da ging es um das Auktionshaus, wo die sich dann. Also damals war das quasi so ein freier sekundärer Markt bei den alten Diablos, wo du. Oder bei WoW auch, kennst du ja, wenn du auf eBay dein fucking Masterschwert da verkaufst. Stimmt, das kenne ich auch noch, ja. Ja, und in Diablo 3 haben die dann, glaube ich, so ein Aktionshaus gemacht damals, wo die dann sich sehr hart an diesen Verkäufen beteiligt haben, um halt richtig Profit zu machen. Und jetzt wird es quasi auch wieder ganz eklig und die Leute rasten aus. Mein Bruder hat und stopfen den Leuten aber trotzdem weiter Geld in den Hals. Mein Bruder hat sogar irgendwie bei CSGO Skins erstellt und verkauft. Ja. Fand ich voll, voll spannend. Ja, das ist also Mauritz zum Beispiel, der hat ja, weiß ich, 10.000 Stunden in WoW, der hat teilweise so viel Kohle damit gemacht. Der hat ja auch irgendwie parallel 2 Accounts gespielt an 2 Bildschirmen gleichzeitig, hat da quasi den hochgezogen, den Account auf Level 70 und hat den dann verkauft. Insane, so. was da alles geht. Ich fände es noch so krass, also als auch dieses Online-Zeug nicht so gab bei Spielen, ne, für die PlayStation und so, da war es ja auch so, ich muss wieder mit Wrestling kommen, das, was ich gespielt habe, da gab es manchmal der neue Wrestler bei WWE, die auch noch nicht im Spiel drin waren, und da gab es bei Cheats.de und Spieletipps Anleitungen, wie du die erstellen kannst, wo du jeden Scheiß, irgendwie die Haarlänge, die Hautfarbe, die Augen, musst du alles manuell da einstellen. Da habe ich damals Mark Henry erstellt und so, und es war schon richtig heftig. Jetzt machst du einen Klick und jetzt hier halt so ein, wie heißt das, so ein Core runter, wie das heißt, jetzt CAW, Core. Core, okay, habe ich noch nie gehört. Irgendwie so ein erstellter Charakter. Ist das eine Abkürzung? Custom irgendwas Wrestler wahrscheinlich? Ich glaube schon, irgendwie Custom irgendwas Wrestler, genau, und du kannst es einfach runterladen. So. Okay. Das ist übelst krass. Finde ich cool und praktisch. Und die letzte Sache von diesen ganzen Gaming-Zeugs, bevor ich dich hier nicht mehr langweile, ist ein kleiner Prankster, der sich auf die Bühne geschlichen hat. Wobei bis jetzt noch nicht so ganz klar ist, ist das ein Anhänger von Kanye West und Far-Right-Leuten oder eher nicht. Er heißt Nobin Rosterafu. Nein. Was auf jeden Fall confirmed ist, dass er sehr, sehr, sehr investiert war bei diesen ganzen Hongkong-Protesten. Da hat er irgendwie 150 Videos gemacht und hat es gemacht, als er, ich weiß nicht, 14 war oder so. So sieht er da aus. Jetzt wird er irgendwas 16 sein. Stand
auf der Bühne, als der Game of the Year, Game of the Year Award an Miyazaki vergeben wurde, ist er einfach mit auf die Bühne gelaufen. Mhm. Also da stehen so vier Asiaten vorne, zwei reden Japanisch, die anderen zwei übersetzen und er steht dahinter so leicht versetzt und es wirkt, als gehört er dahin, aber er ist halt trotzdem so ein kleiner Wanst, der da einfach steht. So 2-3 Minuten, wie diese Rede geht, steht er einfach im Hintergrund. Keiner macht was. Dann so, okay, Dankeschön, Applaus. Dann geht er aber vor, geht ans Mikrofon und sagt, I dedicate this award to my newly confirmed Rabbi Bill Clinton. So, und es ist halt super strange. Er hat seinen Award an Bill Clinton donated. Er hat ja keinen gekriegt, ne? Ist ja einfach ein random Wanz. Mhm. Und da fragt man sich jetzt, okay, ist das so auch so ein Verschwörungsding, Bill Clinton, der Rabbi, ist das irgendwie antisemitisch oder was ist das? Ja, das gibt's ja, ne, dass irgendwie sämtliche Führungseliten jüdisch sind. Also auch, dass Merkel und Bill Gates und so alle in Wahrheit irgendwie Juden sind. Deswegen, also es ist noch nicht so ganz geklärt, der war wohl auch schon mal bei Infowars, also bei dieser Show von Alex Jones, war der auch schon mal interviewt worden. Der ist aber auch der gleiche Wanst, der, das hat mir ja auch berichtet, der so ein Free Hong Kong T-Shirt hatte, der hat so eine Kamera gebaitet, da hatten wir das, was war denn das, war das irgendwie beim Super Bowl oder so, glaube ich, es war bei irgendeiner großen Sache, wo verboten war, so ein T-Shirt anzuhaben und er hat halt die Kamera gebaitet mit irgendeinem anderen T-Shirt und sobald sie auf ihm war, hat das ausgezogen und hat dann Free Hong Kong so, der gleiche Typ ist das. Deswegen ist nicht ganz klar. Also ist der auf der einen Seite für ein freies Hongkong, engagiert sich da, sagt aber, okay, Amerika wird insgeheim von Juden. Das ist halt noch nicht so, es gibt noch kein Statement. Er sagt, da kommt aber noch was. Egal. An sich auch völlig egal, weil die Leute haben natürlich einfach nur Bill Clinton gehört und dachten, haha, witzig, das ist ein alter Mann, der längst nicht mehr relevant ist und der hat jetzt einen Award bekommen oder halt Dings und dann gab es jetzt die ganzen Running Gags von Elton Clinton und so, weißt du, statt Elden Ring und das war zumindest sehr witzig. Funny. Ja. Es ist einfach geil, wie der da einfach 2 Minuten auf dieser Bühne oder 3 Minuten, der steht da einfach und keiner macht was. Das wäre schon witzig, wenn du gerade bei auf so Comedy-Shows oder Comedy-Awards und Film-Awards einfach mit auf die Bühne gehst, wenn eh so 20 Menschen da oben stehen, ja. Ob das überhaupt jemandem auffällt. Ja. Da einfach nur so lächeln und so winken und Danke sagen und so. Ja, einfach dreist sein. Ja, das waren die Game Awards. Schön habt ihr das gemacht. Es gab noch mehr Awards, die verteilt wurden, Tino. Wer ist denn Person des Jahres geworden, laut des People Magazines, was übrigens damals auch Adolf Hitler geworden ist. Naja, mit Recht. Ja. Ich überlege gerade. Mit Rechten sogar. Mit Rechts ist er geworden. Person des Jahres. Wer war denn dieses Jahr besonders relevant in den Medien und so? Also ich sage also mal so, Greta, da kann man... Greta war es auch mal, glaube ich, ne? Greta war es, glaube ich, vorletztes Jahr. Trump ist es auch mal geworden. Es sind ja nicht immer nur gute Menschen, es sind manchmal auch einfach nur Menschen, die sehr relevant waren in dem Jahr, ne? Ja, man kann auf jeden Fall drauf kommen. Hast du einen Tipp? Irgendwas Kleines? Jeder hat über den gesprochen dieses Jahr. Bill Gates wird es auch nicht sein. Nee. Aber amerikanisch bestimmt, wa? Nein. Nee? Nein. Ach shit, nee, ich weiß es gerade nicht. Wenn ich es dir sage, dann wirst du, die Leute im Publikum wissen es eh schon. Oder wahrscheinlich. Ja, ich bin jetzt dumm, Tino, sag's euch. Oh, Tino, bist du zu pläte. Es ist natürlich Volodymyr Zelensky and the Spirit of Ukraine. Natürlich, ja. Zelensky. Natürlich ist er Platz das Platz 2 ist Putin übrigens. So, Platz 2 ist Putin, genau. Ja, das ist das Time Magazine. Und ganz schön, guck doch mal. Ja, es ist doch auch irgendwie verdient ein bisschen. Also das hat er sich verdient. Also ich möchte bitte, dass nächstes Jahr in meine Wohnung irgendein feindliches Land einreitet, damit ich auch mal Person des Jahres werde. Ja, ich weiß nicht. Also ich weiß zumindest, dass jetzt die Ukraine auch nicht so der geilste Staat waren, so bevor sie überfallen worden sind. Aber die waren ja auf dem Weg. Aber jetzt sind sie der geilste. Nee, ja, aber nachdem sie überfallen, jetzt sind sie super geil. Nee, aber die waren ja auf dem Weg in eine. Die Lebensqualität da ist einfach. Die waren ja auf dem Weg in eine gute Demokratie und deswegen glaube ich, dass der Einmarsch jetzt nicht irgendwie geholfen hat. Ja. Das ist meine Meinung so. Aber es gab noch ein paar andere zur Auswahl, aber also. Wen gab's so? The Rock vielleicht?
Nee, ich glaube, Euleun Moisk war auch einer dabei, weil der hat natürlich jetzt gerade in den letzten Monaten durch Twitter ein bisschen den Diskurs auf sich gezogen. Aber also, was hat denn der gemacht? Der hat eine Firma gekauft und ein Waschbecken getragen, währenddessen Zelensky sich im Atombunker versteckend irgendwie gegen Stimmt. Russland wehrt. Ja, ist schon verdient. Also macht nur hier. Zelensky auch von Das ist ja mir. vor allem nicht mal richtig. Der ist ja nicht mal im Atombunker. Der war ja weiterhin in seinem Office und hat noch am Anfang so Videos gemacht. Ey, ich bin hier noch in meinem Office. Ich arbeite heute Überstunden. Das kriegen wir schon hin, Leute. Ja, ist echt. Es ist schon mutig auf eine Weise, muss man sagen. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Auch mutig waren ganz viele TikTok-Userinnen. Es gab einen TikTok-Trend, Jetzt bin ich gespannt. Ich weiß genau, was es der ist. aber schon vor 2 Wochen quasi grasierte, aber immer noch anhält. Und zwar Menstruationsblut mit Ah, sich okay. ins Gesicht schmieren. Ah, okay, gut. Gut, es Periodenblut. geht in eine ähnliche Richtung. Ich dachte, du meinst den Wednesday Dance. Noch nicht, wäre das nächste gewesen. Ja. Und den finde ich besser, als sich Periodenblut ins Gesicht zu schmieren. Auch viele Gynäkologinnen und so Hautärztinnen haben gesagt, das ist keine gute Idee, Leute. Ihr könnt euch da welche Infektionen zulegen. Also ich Aber glaube. das ist Empowerment, Tino. Wir schämen uns nicht für meinen Periodensapsch. Ja, aber es ins Gesicht schmieren und dann filmen, ich weiß nicht. Macht's ruhig, Leute, ist eure Freiheit, aber ich glaube nicht, dass es so gut für die Haut ist. Unter welchem Hashtag läuft das? Weiß ich ehrlich gesagt nicht, habe ich nicht gefunden. Ich hab's gesucht, aber nicht gefunden. Aber wir wissen doch alle, dass da 95% Leute einfach nur irgendwelche Lebensmittelfarbe nehmen. Ja, Ketchup oder so, wahrscheinlich. Ja. Und Wednesday Dance, genau, ist das nächste. Wednesday ist ja gerade das Thema, ne? Das ist ja Ich habe die. das auch, ich habe es extra letzte Woche erwähnt. Ich habe es für dich rausgesucht und aufgeschrieben, dann warst du nicht da und dann musste ich Tja. das dem armen Herodes erzählen. Ich habe auch die Serie nicht zu Ende geschaut. Ich Oh. hab 3 Folgen gesehen, dann dachte ich mir so, naja, holt mich nicht ab. Oha, krass. Aber. Rosi hat mir gesagt, es ist eigentlich ganz gut, hat sie es durchgeguckt. Lassie hat mir gesagt, es ist eigentlich ganz gut, aber das sind halt Frauen. Naja, eigentlich ganz gut, trifft's halt, ne? Es ist schon okay. Es hat mich ja halt nicht dran behalten, so. Ich dachte mir, ja, sie spielt Wednesday super, so, keine Frage. Aber wir hatten ja schon vor 2 Wochen das Thema, dass ich mit der Darstellung der Addams Family nicht ganz zufrieden war, mit dem Vater und der Mutter. Aber sieht man die denn so viel, die anderen? Ich dachte. Nee, nicht so viel, glaube ich. Aber trotzdem, das war nicht meins. Also ich brauche keinen Spin-off. Mir reichen die Geschichten, die Familie in dem Haus, die mit den Bürgerinnen und Bürgern da in dem Dorf Probleme haben. Ich brauche keine Wednesday, die irgendwie auf eine Schule geht. Das habe ich, weiß ich nicht. Ist okay, guckt es euch an, aber ich fand es nicht so spannend. Jedenfalls ist getrendet ihr einer Tanzstar, den sie auf dem Ball gemacht hat. Hast du bis dahin geguckt? Vielleicht hättest du bis dahin gucken sollen. Aber witzigerweise ist es so, dass bei dem TikTok-Trend ein anderer Song benutzt worden ist, als Ja, so ein zu richtiger Schmanzsong dem wieder sie irgendwie. getanzt hat, genau. Hier, I dance, dance, dance with my hands, hands, hands. Und dann so gepitchte Scheiße wieder, ey. Was mir aufgefallen war, Gott, ey. ist, dass sie auch Inspiration hat in ihrem Tanz von der alten Wednesday aus den älteren Filmen. Das fand ich ganz süß. Ja, es ist ein schöner Trend. Ich finde auch, sie spielt Wednesday super. Sie ist ja auch eine gut aussehende Person so und Das alles ist schön. wichtig. Naja, kann man ja auch mal sagen hier. Und auch die Schulleiterin ist ja auch eine tolle Schauspielerin. Ich weiß gar nicht, wie sie heißt, diese große Blonde, die wie Matthias Schweighöfer aussieht. Ach, die spielt damit? Ja, die auch bei Game of Thrones mitspielt. Ja. Und die sind halt jetzt auch wohl in Real Life Best Buddies und präsentieren sich immer in der Öffentlichkeit kuschelnd und so. Und ja, sehr, sehr süß. Oh, ich weiß echt gerade nicht, wie die heißt. Ich komme irgendwie Ich gerade auch auf nicht. Brianna. Aber die heißt nicht Ja, so. die ist halt eine Die Serie. Die ist bei heißt Game sie of so? Thrones, die ist halt Brienne oder so. Echt? Ah, Naja. Brienne, ja, stimmt. Brienne von Tarth oder so, ne? Genau. Und in echt heißt die anders. Ganz tolle Figur bei Game of Thrones. Eine der wenigen, wo ich sagen muss, die war durchgehend super. Also viele sind ja irgendwie so gewandelt, waren mal Ärsche, mal coole Leute und die war halt durchgehend einfach sympathisch, die Figur. Gwendolyn Christie, natürlich. Wir kennen sie Ja. ja alle als der Chrom-Stormtrooper von Star Wars. Echt? Das war sie? Keine Ahnung. Und sie ist halt echt Matthias Schweighöfer-Lookalike, muss man so sagen. Das waren die TikTok-Trends die Woche. Ich Der Wahnsinn. Schön, dass du da so hinterher bist. Ich habe noch einen weiteren hab die App Award, der nicht mal. vergeben wurde. Das Time Magazine macht nicht nur Person of the Year, sondern auch Icon of the Year. Und das ist eine Person geworden. Aus einem Film, den du nur gesehen hast, weil ich dich da reingenötigt habe. Everything, Everywhere, All at Once. Der Film war echt grandios. Ja, und die Ja. Hauptschauspielerin, Michelle Yeoh, die
die hat Icon of the Year gewonnen. Und das finde ich sehr schön. Wenn so eine Menopause-Frau nochmal ihre Karriere richtig besiegelt und eine Ikone des Jahres wird, ist geil. War ein cooler Film, kann ich jedem nur empfehlen. Aber du hattest recht, nicht zu viel über diesen Film vorher lesen. Einfach angucken, ja. Und es ist einfach geil. Schön. Muss man sagen. Mich. Ikone des Jahres. Ich habe den auch neulich hier nochmal geguckt mit Marlene, Esther, Alisa war, glaube ich, auch da. Marlene ist eingeschlafen, aber das hatte, glaube ich, weniger mit dem Film als mit ihrem Schlafrhythmus zu tun, der halt militärisch ist und nicht mit meiner. Und die anderen beiden waren begeistert. Mit Recht. Ja. Und Icon of the Year werden das meistens Frauen? Das weiß ich nicht, ich glaube nicht. Ja, was für mich Icon of the Week ist, ist Kurt Krömer. Ja, auf jeden Fall. Hast du Shea Krömer geguckt? Ich bin ein riesen Kurt Krömer-Fan, habe auch alle Shea Krömer-Folgen gesehen, also fast nicht ganz alle. Mhm. Und für die, die es nicht wissen, es ist halt so eine Art Talkshow, also er lädt halt Leute ein, mit eigener Aussage, Freunde oder Arschlöcher, aber verrät nicht, wer ist quasi. Und dann quatscht er mit Erika Steinbach, mit HC Strache waren zu Gast und so. Aber halt auch Leute, die er mag, wie Sido waren zu Gast und so, Teddy. Du verwendest da sehr viel den Präsens, solltest aber Präteritum verwenden, denn die Show ist abgesetzt. Sie ist abgesetzt. Also es ist noch nicht ganz klar, warum. Na, schon. Jedenfalls gab es in der letzten Ausgabe einen Eklat. Ja. Er hatte Faisal Kabusi eingeladen, den mittelmäßig lustigen Comedian, den ich... Ich habe noch nie was Lustiges von ihm gesehen, aber... Naja, also er hat schon Sachen gemacht, die witzig waren, aber die waren halt geklaut. Mhm. Also er ist halt bekannt dafür geworden auch, dass er halt bei anderen Comedians geklaut hat, die Gags eins zu eins übernommen, nur übersetzt hatte. Okay. Und wurde dann später bekannt nochmal durch, also ein Mainstream-Publikum, durch einen Gag, wo es um K.O.-Tropfen ging. Ja, also das war diese Joyce Ilk-Geschichte mit... genau, als ich mit Luke Mockridge getroffen hat, hat dann geschrieben... Mockridge soll Ines Anioli vor gewohlwurstelt haben, als sie zusammen waren. Das weiß man alles nicht so ganz genau, aber Hashtag Believe All Women, bla bla, who knows. Aber der Typ ist trotzdem ähnlich geil, also zerschlag dem sein Gehirn, ist mir egal. Da hat dann Joyce Ilk einen Witz gemacht, einen Post mit ihm, Selfie, haha, ich hatte nichts im Osterkörbchen, hab nur K.O.-Tropfen gekriegt oder so. Genau. Darunter hat dann eine Schauspielerin geschrieben, hey, das ist gar nicht witzig, ich bin mal an K.O.-Tropfen fast gestorben, was ja impliziert, dass sie das fremd bekommen hat, weil sie hätte vergewaltigt werden sollen oder man weiß es nicht. Und der Typ hat dann darunter geschrieben, okay, das nächstes Mal erhöhe ich die Dosis. Ja. So, und da können wir gerne nochmal drüber reden, weil das ist auch wieder so ein Setting, das ist jetzt für mich kein Schenkelklopfer, aber so, wenn das jetzt zum Beispiel ohne Opfer in einem Song oder so oder in einem Film wäre, würde ich das auch an sich witzig finden. Natürlich, da geht es ja wieder ein bisschen halt um diese Frage, auch was darf Satire und was nicht. Und ich muss sagen, sie darf erstmal alles, solange sie sich erstmal nicht an die Schwachen richtet. Ja, es und ist natürlich absolut ein Gag aufgrund oder auf Kosten des Opfers. Oder auch ins Gesicht des Opfers, das muss man noch dazu sagen. Das macht es halt echt uncool, auf jeden Fall. Ja. Aber ich finde schon, weil da hat der Kurt Krömer in der Sendung, hast du die schon gesehen? Weil, ja, okay, hab sie gesehen. Da hat er wirklich keinen Millimeter mit sich reden lassen. Und ich fand es auch von ihm nicht gut. Also ich fand ihn wirklich zu verbohrt in der Sendung. Er ist bekannt dafür. Und manche Sachen, ich finde, ich habe auch fast alle Folgen gesehen, ne? Und er hat bessere und schlechtere. Mhm. Und ich finde, hier war der zu hart und manche Sachen, die der andere gesagt hat, obwohl ich überhaupt keine Sympathien für den habe, manche Sachen waren schon auch von ihm gut. Schlagfertig, so, ne? Ja. Schlagfertig und auch manche, wo man sagen muss, okay, da hat er halt einfach einen Punkt so. Und bei der Sache, wie gesagt, ist auf jeden Fall nicht geil, dass dem Opfer so ins Gesicht als Gag. Ja. Aber dass man darüber hinaus vielleicht anerkennen kann, dass es zumindest schon als Gag verstanden werden kann und nicht nur einfach, er hat ja nicht einfach geschrieben, verpiss dich, du blöde Fotze und verreck, sondern da ist ja schon ein doppelter Boden dabei, dass man sagen kann, haha, lustig, er impliziert jetzt, er wär's gewesen und hahaha. Ja, man muss auch dazu sagen, für die das nicht gesehen haben, dass Kurt Krömer die Leute immer konfrontiert mit Geschichten, die halt nicht so positiv sind, ne, aus denen ihre Lebensgeschichte.
Und bei manchen frage ich mich, warum gehen die überhaupt in diese Sendung? Ja, so HC Strache, dachte ich auch, ja. Warum geht der da hin? Deppert eigentlich. Ich meine, er hat sich gut geschlagen, muss man sagen. Ich finde, er, also ich fand jetzt zum Beispiel Erika Steinbach oder Frauke Petri, da hast du gemerkt, die waren halt voll angepisst. So, die haben genervt reagiert und so und haben sich auch ertappt gefühlt. HC Strache war jemand, der war sehr souverän. Auch er ist ein riesiges Arschloch, er ist auch ein Fascho, ich nenne ihn auch so. Aber er hat gut reagiert, wie man halt für ein Fachschule reagieren kann. Aber da würde ich, in der Sendung würde ich auch schon noch sagen, war er trotzdem nicht der Gewinner. Was mich überrascht hat, also Julian nicht. Reichelt, in der Sendung war auf jeden Fall Julian Reichelt am Ende der Gewinner. Und das ist halt echt hart. Also wenn, ja, stimmt. Wenn du aus so einem Ding rausgehst und Julian fucking Reichelt ist der Gewinner. Aber der ist auch rhetorisch sehr stark, muss man sagen. Ich meine, er hat ja auch für das auflagenstärkste Druckerzeugnis in Deutschland, ich will es nicht Zeitung nennen, geschrieben und war Chefredakteur, der kann sich schon gut verständigen. Ich finde, er war in dem Interview sehr schlagfertig, was er irgendwie manchmal in seinen eigenen Videos nicht ist. Also manchmal verrennt er sich dann in Sachen, aber da war er relativ gut und hat Kurt Krömer manchmal so ein bisschen ausgestochen. Aber das fand ich auch irgendwie okay. Ich meine, ich will auch mal sehen, wie die Gegenseite reagieren kann. Und es ist auch legitim, dass auch Arschlöcher sich verteidigen können. Das ist ja auch das, was Kurt Krömer, glaube ich, auch ein bisschen will. Gucken, wie halt die Arschlöcher reagieren, wenn sie auf negative Ereignisse in ihrem Leben angesprochen werden. Und bei Faisal zumindest war es so, dass er sich für diese K.O.-Tropfen-Geschichte entschuldigt hatte. Ne? Mhm. Es gab auch ein Gespräch mit der Schauspielerin und so und es war alles wieder irgendwie okay. Aber er hat dann nochmal nachgetreten, hatte dann eine Live-Tour, das war auch dann in der Sendung zu sehen, mit einem Plakat, wo er quasi dieses George Floyd-Motiv nachgestellt hat, wie er auf dem Boden liegt und ein Bulle halt auf seinen Kopf kniet. Und es hieß irgendwie unzensiert oder nein, so. Oder politisch unkorrekt. Unkorrekt, irgendwie sowas, genau. Und das war wieder so ein Ding, wo ich dachte, Alter, hast du echt nichts gelernt aus deinem Scheiß. Ja. Weil er sich als Opfer darstellt. Ich meine, er hat Menschen da, nicht beleidigt, aber er hat sie zumindest, hat Scheiße gelabert. So, hat ihnen Witze ins Gesicht gesagt, die man nicht machen sollte, die halt ja die Angriffe waren, nicht lustig waren, verletzend waren. Und hat sich dafür entschuldigt. Fand ich gut, kann man mal machen. Aber sich danach als Opfer hinzustellen und zu behaupten, man hätte ihnen den Mund verboten und wer auf eine Stufe zu stellen mit George Floyd, das fand ich schon sehr schwierig. Ja, ich glaube nicht, dass er sich mit dem Plakat auf eine Stufe von George Floyd stellt. Also auch das Plakat hat jetzt witzgehaltenmäßig wahrscheinlich gar nichts mehr enthalten. Mhm. Aber wenn man halt sagt, okay, meine Tour heißt politisch unkorrekt und macht dann das als Foto, dann ist da zumindest eine Aussage, die man verstehen kann. Ja, klar, weißt du? Das hat einen roten Faden, ja. So, dass das geschmacklos ist, keine Frage. Und dass man ihn damit konfrontieren kann, auch keine Frage. Aber auch da sage ich, das ist jetzt nichts, was man gar nicht machen können sollte, weißt du? Klar, übelst ungeil, aber also erstens, die Familie von George Floyd wird es wahrscheinlich nicht sehen, weil es im deutschen Raum ist. Und zweitens, ja, schon diese Opferstellung. Ich fand es schon sehr so in diese Opferrolle gedrängt, irgendwie politisch unkorrekt und so. Und ich wurde jetzt immer zensiert, er wurde nie zensiert für irgendwas. Er hat halt seine Show verloren damals. Also das habe ich da halt nicht rausgelesen, dass das irgendwie, also George Floyd wurde ja nicht meinungsmäßig unterdrückt. Oder also der wurde ja nicht, auf dem wurde er nicht gekniet, damit er die Schnauze hält. Naja, aber er wurde ja getötet. So, er wurde getötet und weil eine Staatsgewalt auf ihn draufkniete, bis er halt tot war. Und Faisal legt sich da auf den Fußboden und denkt irgendwie und zeigt mit dem Bild durchaus schon, auf mir sitzt eine Macht auf dem Nacken, die mich gerade ausschalten will, die mich töten will, auch wenn es metaphorisch gemeint war. Also das fand ich halt völlig überzogen und nicht witzig. Er kann es machen, klar, ich würde auch nicht sagen, verbietet das oder, weiß ich nicht, löscht das, würde ich auch nicht sagen. Aber ich will halt sagen können, dass es halt einfach geschmacklos ist und ja, dass gesagt, den Geist nicht trifft. Kann man auf jeden Fall drüber reden. Also dieses, ich glaube, mich hat es am ehesten gestört, dass das halt einfach nicht losgelassen wurde. Das ging halt eine halbe Stunde, am Anfang direkt dieses K.O.-Tropfen-Ding. Und dann hat man halt darüber geredet. Aber dann irgendwann muss es halt auch irgendwie gut sein, weil dann kannst du ja Leute für jede Straftat, die begehen oder für jeden Fauxpas, kannst du denen ja lebenslänglich geben. So. Weil also irgendwie. Naja, seine Entschuldigung war wahrscheinlich auch nicht ernst gemeint und er ist ein Arsch und er geht mir auch völlig am Arsch vorbei und ich finde ihn nicht witzig. Aber den jetzt irgendwie 30 Jahre zu sagen, yo, das war doch der Typ, der irgendwie mal einen K.O.-Tropfenspruch gemacht hat, ist auch ein bisschen dumm einfach. Aber darum ging es ja auch nicht, weil es ist erst noch nicht so lange her und er hat ja auch immer wieder nachgetreten und immer wieder halt neue Fettnäpfchen ist er bewusst reingetreten. Ich will jetzt provozieren und haha, ich bin jetzt George Floyd irgendwie in der Position.
gucken, wie die reagieren. Das fand ich halt nicht richtig und finde es gut, dass Kurt Krömer ihn schon die Mangel genommen hat, aber ich gebe dir recht, er hätte auch souveräner reagieren können. Mhm. Ich finde, Kurt Krömer ist in der Sendung manchmal zu investiert emotional in die Sachen. Wie ich es auch bei Domian immer kritisiert habe, dass er manchmal einfach zu vielleicht zu menschlich war, irgendwie so, bist du bescheuert und so, kannst du doch nicht machen. Das will ich als Zuschauer nicht sehen, sondern ich will halt irgendwie diese Person, also in dem Fall von Domian nicht, aber im Fall von Kurt Krömer will ich halt, dass er die Leute vorführt, dass ihr Blödsinn für sich steht und wir halt nicht tausendmal kommentiert haben, du bist ein Arsch oder du bist ein Rassist. Das kommt schon durch den Kontext durch, so. Mhm. Das fand ich nicht souverän von ihm. Und der klar war quasi, dass er Faisal rauswerfen wollte aus der Sendung, der kann jetzt auch gehen. Wo Faisal sagt, so, nö, ich bleibe, dann ist halt Kurt aufgestanden und gegangen und hat halt irgendwie die letzten 6 Minuten waren dann irgendwie nur noch der Abspann der Show zu sehen. Und es war halt der große Eklat des Ganzen. Ja, dafür möchte ich bitte die Holzschnecke jetzt vergeben, denn ich hätte gern noch ein paar Folgen Schickrömer gesehen. Ich auch. Es lief jetzt auch ein paar Jahre mit, wie viel waren es, 41 Folgen oder so? Mhm. Irgendwas über 40. Und er hat auch schon mal in einem Interview gesagt, dass sie langsam die Zusagen abnehmen, also dass keiner mehr kommen will und dass er auch jetzt nämlich Arschlöcher schon gefragt hat. Mhm. So, und ich glaube, so Leute wie Höcke sind da schlau genug, da nicht hinzukommen zum Beispiel oder Olaf Scholz. Ja, das Einzige, was kälter ist als das Herz von Höcke, ist ein kleines Experiment, was diese Woche gestartet wurde. Und zwar wurde die kälteste Temperatur aller Zeiten, die kälteste Temperatur im Universum, wurde auf der Erde erschaffen. Also die man gemessen hat quasi. Naja, es geht ja nicht unter Null. Also minus 27315 ist ja der absolute Nullpunkt. Hm. Also 273,15 und ein 8, warte, Trillion ist ja dann quasi Billion, ein 38 Billionstel Grad über dem absoluten Nullpunkt wurde in diesem Experiment erreicht. Wie misst man denn sowas? Na, der absolute Nullpunkt ist ja, wenn die Moleküle gar nicht mehr bewegen, komplett stillstehen. Und da wird man irgendwie schon irgendein Messgerät haben können, diese Bewegung messen und dann halt das so ganz... Da gibt es auch so Atomtemperaturmesser oder so. Hm. Aber die Vorstellung, dass für einen Moment auf der Erde der absolut kälteste Punkt des Universums quasi war. Das ist schon krass. Schon geil. Ja. Ja. Grüße gehen raus. Richtig Rock'n'Roll, ihr Wissenschaftler. Ihr macht es komplett richtig. Grüße gehen raus. Hoffentlich waren die auch warm angezogen. Ja. Nicht, dass ich jetzt noch die Erkältung des Todes zugezogen habe. Das wäre es nicht wert gewesen. Leute, macht euch ein Teechen bitte und kühlt euch nicht so ab. Ey, das ist, und es ist ganz wichtig hier, die Nieren an der Seite müssen abgedeckt sein. Ich kann es ja jetzt sagen, das Experiment war in meiner Wohnung und deswegen habe ich mich erkältet letzte Woche. Okay. Es war ein bisschen zu kalt. Nordkorea hat öffentlich 2 Teenager hingerichtet, die südkoreanische Filme verbreitet haben. Cool. Wir haben ja letzte Woche berichtet, dass die FIFA nicht abgeneigt ist, dort eine WM zu machen. Also, geil. Und was kommt als nächstes? In Sachsen oder was, eine WM? Also noch tiefer können sie ja nicht sinken. Das stimmt. Außerdem wurden diese Twitter-Files veröffentlicht, die quasi, das habe ich auch letzte Woche, glaube ich, schon gesagt, die gezeigt haben, dass die Trump-Administration, aber auch das Biden-Team immer mal Twitter angefragt haben, ey, lasst mal das verschwinden. So. Wobei es aber bei Biden zum Beispiel darum ging, einfach das Dickpic von seinem Sohn nicht zu posten, was halt eh illegal ist. Also Revenge-Porn heißt das ja, genau, wenn du einfach Nacktbilder hochlädst von irgendjemandem, um dich an ihm zu rächen oder warum auch immer. Und dazu sagen, ey, setzt mal Gesetz durch oder so. Ja. Ist jetzt auch nicht so verwerflich. Was bei Trump genau war, weiß man noch nicht. Und aufgrund dieser Art, das Gleiche bestimmt. Tu mal von beiden so einen Dickpick rauskommen. Ja, postet es mal. Seid mal fair. So, und aufgrund dessen hat Trump dann gefordert, dass die Constitution, die Verfassung, doch mal ausgehebelt werden soll. Also, okay, klar. Also Biden hat zu Twitter gesagt, poste meinen Schwanz nicht. Darauf schließt Trump, ja, okay, also vielleicht sollten wir die Verfassung aussetzen. Das ist einfach eine logische Konsequenz. Keine Frage. Gibt es jetzt Neuigkeiten bei Twitter? Also läuft es wieder rund, weil man hört gar nichts mehr? Ja, plus minus. Also, ich habe nicht so viel mitgekriegt die Woche, aber also so richtig begeistert ist jetzt auch noch keiner. Das war also das Ding, diese internen Sachen.
Es kam auch noch raus, dass Shadowbanning auch wirklich real war auf Twitter, dass halt Leute oder Themen unterdrückt wurden, die eigentlich, also da muss man halt gucken, wie macht man es, wenn jetzt, wenn du das nicht machst und dann irgendwelche Anti-Impf-Leute trenden und das dadurch halt übelst viral wird und dadurch Leute sich weniger impfen, ist dann halt scheiße, aber das wäre halt dann meinungsfreier, sag ich mal. Und sowas wurde halt unter anderem auch unterdrückt, also in dem Sinne, dass ja, das Thema halt nicht so, wenn irgendwas krass retweetet wird, taucht das ja auch bei dir auf, selbst wenn das keiner deiner Leute retweetet und das wurde da halt nicht gemacht. Das finde ich aber bei Fake News schon angemessen. Also wenn es die Meinung ist, irgendwie ich finde Impfung scheiße, okay, kannst du ruhig posten. Aber wenn du irgendwie behauptest, dass Bill Gates uns alle töten will mit der Impfung oder dass irgendwie die Affenpocken entstanden sind durch BioNTech-Impfung, dann ist es halt einfach Quatsch und faktisch falsch. Das, da kann man dann durchaus auch mal sagen, das wird jetzt einfach mal hier runtergedreht. Finde ich jetzt persönlich legitim, wenn es um nachweisliche Fake News geht. Ja, wir werden sehen, wie das in Zukunft gehandhabt wird, damit die Werbetreibenden nicht abspringen. Ich bin nämlich nicht ganz sicher, wann wir genau angefangen haben. Ich glaube, 23 oder 23, so. 23, easy. Ja. Gut, ganz kurz noch. Es gab eine Republikanerin, bevor ich im Amerika-Segment fertig bin. Vielleicht brauchen wir da auch noch einen Jingle für Amerika. Egal. Die hat geweint, weil es sollte nämlich ein neues Gesetz geben, das jetzt nochmal ein für alle Mal in Stein meißelt, dass gleichgeschlechtliche Heirat erlaubt ist. Mhm. Und die hat gesagt, bitte, liebe Leute, bitte votet nicht dafür. Das ist scheiße. Das ist, wir müssen doch für christliche Werte einstehen. Warum? Ja. So, ganz, okay, ganz finster. Und Kanye West hat auch wieder das ein oder andere Interview gegeben, gab es auch wieder Scheiße, aber whatever. Und irgendwo wurde doch auch die außereheliche Sexvereinigung, der außereheliche Sex verboten. Ich weiß gerade gar nicht, wo, Indonesien oder so, kann das sein? Ja, weiß ich nicht. Indonesien gab es das, in Peru gab es irgendwas, der Dings wurde verhaftet, glaube ich. Der sollte impeached werden und hat daraufhin das Government aufgelöst und dann wurde er verhaftet in Peru. Also ist wieder ganz viel so los, viel aber passiert. Ich habe es ja aufgeschrieben, weil es. Aber ja, du hast recht, irgendwo ist das auch passiert. Gleichzeitig gab es aber auch ein Land, was irgendwas legalisiert hat. Ach, was weiß ich. Eine große Sache noch, Amerika hat mit Russland einen Handel vollzogen. Hast du Lord of War gesehen? Nein. Film mit Nicolas Cage und da spielt er eine Figur oder eine Figur, die angelehnt ist an eine echte Person, Victor Boat, ich weiß nicht, wie er ausgesprochen wird. Ach, dieser, der wegen Spionage im... Nee, wegen Waffenhandel in ganz großen Stil. Okay. Deswegen Lord of War. Und den hatte die USA im Knast und es war super schwer, irgendwie das FBI hat da, das war quasi impossible, den zu fangen. Mhm. Es gab auch in seiner ganzen aktiven Zeit nur ein Foto überhaupt von ihm, weil der war quasi wie so ein Geist. Und dann haben die den endlich gefangen, ja. Mhm. Überleg dir das mal, du bist FBI, ackerst dir die Bude ab, so. Und jetzt wurde der aber ausgetauscht, weil irgendwie so eine von der Frauen-NBA. Genau, eine Basketballspielerin, die wohl... Aus medizinischen Gründen Cannabis zu sich nimmt, ist aber in Moskau verboten, ne? Ist halt trotzdem mit sich geführt und ist verhaftet worden, war in einem Lager. Genau, und dann bist du dieser FBI-Typ, der sich da jahrelang den Arsch abgeärgert hat und dann so, okay, wir lassen jetzt den wieder frei, übermitteln den nach Russland, um so eine Cannabis-Frau hier zu holen. Also ich finde, so Mensch gegen Mensch auszutauschen schon legitim. Ich meine, die Amis haben ja auch gesagt, dass sie... Also Trump würde sagen, that's the worst trade deal ever. Oder das ist wahrscheinlich, aber es ist ja trotzdem irgendwie eine unschuldige Frau letztendlich so, die einfach nur krank ist und Cannabis konsumiert hat. Bestimmt auch aus persönlichen Gründen, nicht nur aus Gesundheitsgründen, aber... Ja, aber ich finde es okay. Ich weiß nicht, wenn man halt weiß, dass das da verboten ist und geht da trotzdem deswegen hin, ist vielleicht irgendwie ein bisschen... Ja, dennoch finde ich so einen Austausch schon okay. Damit die Frau nicht mehr erhalten muss. Also man hätte ja vielleicht noch jemand anderen gehabt im Stall. Nee, es war wohl so, dass Russland gesagt hat, wir wollen ihn und ihr bekommt sie, sonst gibt es gar keinen Deal. Die haben das wohl so schon so gepressured. Habe ich heute Morgen noch gelesen. Okay. Und auch die Liste an MusikerInnen, die man hören darf und kann, wird immer geringer. Sie haben uns schon Andreas Gabalier genommen, sie haben uns Naidoo genommen, sie haben uns Nena genommen und Michael Wendler genommen.
Michael Jackson haben sie uns genommen, ne? Also man kennt ja dieses, der hat sich selbst genommen. Ja, man kennt ja dieses Phänomen von Menschen oder von MusikerInnen, die in ihrem Privatleben richtig Scheiße bauen und dann werden sie quasi nicht mehr gespielt im Radio. Auch mit Recht in vielen Gründen, Fällen. Und jetzt kann sie Backstreet Boys erwischen. Nein! Der Nick Carter, der jetzt vor kurzem erst seinen Bruder verloren hat, Aaron Carter, der so ein bisschen mein Gay Awakening war als Jugendlicher, wurde jetzt beschuldigt, Nick Carter wurde beschuldigt, eine Frau vergewaltigt zu haben, 2001, nach einer Live-Tour, also nach einem Konzert. Und es ist jetzt schon lange her, also 22 Jahre her. Und es ist eine Frau, die auch schwer krank ist und hat gesagt, er hat mir irgendwie Getränke gegeben mit irgendwelchen Tropfen drin, die verdächtig halt geschmeckt haben. Und er hat mich dann zu Oralverkehr gezwungen, danach vergewaltigt. Und jetzt will sie endlich in die Öffentlichkeit damit und will halt jetzt halt Anklage eingereicht. Wo ich dachte, oh fuck, nicht der Nächste. Und ich meine, Boybands so haben es schon krachen lassen. Und wer weiß, ob da auch nicht mal sowas passiert, dass man irgendwie durchdreht. Aber der Anwalt von Nick Carter sagt, sie kennen diese Frau bereits. Und der hat schon in der Vergangenheit oftmals solche würden Anschuldigungen irgendwo angebracht und hat sich auch oft widersprochen in den Aussagen und die weisen diese Anschuldigungen auf jeden Fall zurück. Aber kann auch ein spannender Fall werden. Das wird das neue Johnny Depp Amber Heard Ding, ja? Ja, wahrscheinlich. A step on the bee. Glaube ich jetzt nicht, dass es so krass arg wird. Nick Carter hat mir ins Bett geschissen. Weil sie ist ja jetzt nicht so berühmt, aber jedenfalls spannender Fall gerade. Okay, ich drücke dir die Daumen, dass deine Kindheitshelden hier, ne, How the Mighty Have Fallen, nicht so fallen. Gut, dann würde ich an dieser Stelle mal sagen... Hast du eine hochfahrstuhlende Wertung? Oder eine Hochfahrstuhlung? Eine Hochfahrstuhlung? Ich hatte eine Hochfahrstuhlung, warte mal. Hatte ich die schon gesagt und habe das nicht extra explizit erwähnt? Ich hatte mir doch extra was... rausgesucht. Warte, ich sag's dir ganz schnell, wie ich hier drüber hinweg husche. Gesprächsbrücke. Tja, keine Ahnung, ich weiß gerade es nicht. Dann gibt's heute diese Woche keine. Nee, es war einfach eine Scheißwoche. Mit Recht. Ja, aber ich bin mir sicher. Ach, genau! Übelst geil! Kanye West! Der hat die Woche richtig abgeliftet. Nein, aber es gab ein großes Sub von Kanye West, ja. Das heißt einfach nur Kanye, ein Subreddit. Und das war halt so voller Fanboys und es gab ja diesen Clinch Kanye West Fans gegen Taylor Swift Fans. Wusstest du nicht? Nee. Es war ein riesiger, epischer Kampf. Die sind ja auch aktive Konkurrenten, die beiden. Genau. Gleiche Musik. Dieser Kampf wurde jetzt endgültig verloren. Und die Kanye West Leute in diesem Subreddit haben die Taylor Swift Leute aufgenommen und haben dieses Subreddit jetzt zu einem Holocaust Awareness Subreddit umgeformt. Holocaust Awareness? Ja. Das ist so ein Wort, was ich nie gedacht hätte zu hören. Ja, jemals. Dass das nötig ist, ne? Aber das wird jetzt quasi nur noch... Das ist noch so absurdes Wort. Weißt ja. du, weil also ich kenne ja Awareness so als Awareness Teams of Parties. So, wenn es dir schlecht geht, kannst du da hingehen, kriegst Schmerztabletten, kannst dich zurücklegen, so kriegst du noch irgendwie Binden oder alles, was du brauchst. Brauchst du irgendwas und sagt den Leuten Bescheid, die halt so ein A irgendwie als Binde haben. Und ich stell dir mal so ein KZ vor, so ein Awareness-Team im Buchenwald oder so, die irgendwie sagen, wenn es euch schlecht geht, kommt vorbei, so, ihr kriegt noch eine Portion extra. Uff. Boah, das ist ja richtig, also ich finde das Wort so finster gerade, Holocaust-Awareness. Aber erzähl gern weiter, sorry, es war gerade in meinem Kopf. Also Leute, Holocaust-Awareness, mein Service an euch, den gab es. Fertig. Nein, naja, also dieses Sub wird halt jetzt geflutet mit tausenden Posts über das ist dort passiert und hier ist ein Video, wie irgendwelche Leichen mit einem Bagger in eine Grube reingeschoben wurden. Achso, also Beweise für den Holocaust. Genau. Quasi. Okay. So, weil Kanye West halt natürlich wahrscheinlich demnach unter seinen Fans am meisten halt verbreitet, okay, Holocaust gab's nicht und so. Mhm. Und finde ich sehr, sehr geil, dass sie sich jetzt eindeutig davon distanziert haben, cool, und genau, ja, das Gegenteil quasi davon machen. Das finde ich sehr, sehr upliftend. Stimmt, das ist der Win der Woche. Da würde ich einfach mal den Holz-Geparden an dieser Stelle, ja, vergeben, weil das auch ist da schnell und gut gehandelt worden. Hoffentlich lernt auch Kanye West was davon. Den Holz-Leopard, weil es gibt ja dieses geflügelte Wort von Leopards ate my face. Leoparden haben mein Gesicht gegessen. Das ist halt so dieses Ding von wegen, oh, Ich werde jetzt, pass auf, also, wie ich erkläre dir es so, Alex Jones' Gesicht wurde vom Leoparden Kanye West gegessen.
Ah ja. Das ist halt so diese Bedeutung. Also ich lade mir den Kanye West in die Sendung ein, es wird bestimmt super. Und dann stellt sich raus, der ist ja noch viel, viel gestörter, als ich es bin. Mhm. So, du gehst quasi in die Höhle des Löwen und der Löwe frisst dich. Das frisst dich, okay. Ja. So ungefähr. Die Finger verbrannt am Gast. Und deswegen möchte ich diesen Holzleoparden jetzt an das Subreddit von Kanye West vergeben. Danke für eure Arbeit. Und hast du einen Serienmörder? Das nicht, aber ich möchte den Film Die Jagd empfehlen. Der ist exakt jetzt 10 Jahre alt. Den habe ich endlich gesehen. Das ist ein Schmatz-Schmiggelsen-Film von 2012. Und ich will gar nichts drüber sagen. Guckt ihn euch gerne an. Der ist auch in den IMDb Top 100 drin und wie ich finde, zu Recht. Ja. Der ist eine etwas andere Form von, ich will gar nicht Horrorfilm sagen, auch nicht Thriller, aber ist schon sehr unangenehm. Thriller. Geht so ein bisschen um Dynamik, die so ein kleiner Ort haben kann, aufgrund von einer kleinen Sache. Die Jagd. Okay. Jagden auf Original ist nämlich ein dänischer Film. Dänische Filme sind einfach überragend. Adams Äpfel, Jagden. Ich weiß gar nicht, wie der mit den Jungs heißt. Ah, oh, fuck. The Boys. Dänische Delikatessen gibt's noch. Nein, mit den Jungs, egal. Serienmörder gibt's mal anders. Was geben wir in der Woche? Ich fand die Woche, ich muss kurz drüber gucken, ich fand die Razzia schon krass. Das ist auf jeden Fall eine große Medienwirkung. Was halt am Ende rauskommt insgesamt, jetzt die nächste Frage. Aber ich fand es jetzt schon mal als Teaser für die Zukunft, so für Ermittlungsstände, schon sehr krass. Ja, ja, ja. Game Awards, Schick Römer, kalt. Neue Trailer, also ich wäre schon auch bei einer 7 oder sowas. Ja, ich bin auch bei einer 7. Hatte ich auch gerade vor Augen. Okay, geil. Na dann 7. Dann gibt es jetzt noch fette Musik und von geil. Mir gibt es von Cobra Man Everybody Party Tonight. Wobei ich mir gar nicht sicher bin, ob der Song so heißt, aber ich glaube schon. Ich guck mal Cobra Man. Ja, ich habe gerade ganz furchtbar. Cobra Man gefallen. Ist die Band, bei der ich heute theoretisch in Berlin hätte sein können. Ah, Ja, und gleichzeitig bringen die halt auch ihr neues Skate-Video raus. Cobra Man. Und der Song heißt nochmal wie? Everybody Party Tonight. Zack, okay. Da ist es. Hör ich mal rein, bin ich gespannt drauf. Mach. Ich habe schon einen Song reingemacht, als wir angefangen hatten. Und zwar Mia Morgan heißt die Künstlerin. Die war jetzt Vorband bei Kraftklub. Und ich habe die kennengelernt, das nicht persönlich, aber auf der Bühne. Bei Yami Rock den Förster ist die aufgetreten. Und die ist eine Sängerin. Und ich würde den Song Jennifer Check reinmachen von Mia Morgan. Und ich finde, sie hat eine sehr schöne Stimme, spannende Texte, geht auch viel so um Diversität und auch irgendwie diverse Menschen. Und kann man reinhören. Geht auch mal Kannibalismus, um Liebe, um Sex. Also Mia Morgan ist, glaube ich, das Ding von morgen. Kannibalismus, Liebe ist meine Lieblingsliebe. Ja, meine auch. Ja. Eat my pussy nehme ich immer wörtlich. Hauptsache, Hauptsache Leoparden essen mein Gesicht nicht. Ja. Gut, dann haben wir es an dieser Stelle. Tino muss ja auch gleich weiter, Leute. Jetzt mach mal nicht hier so einen Scheiß. Wir müssen jetzt wirklich zum Schluss kommen. Ich bin noch auf eine Sexorgie eingeladen heute. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.